So, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Jetzt ist Schluss mit fromm. Wenn der Sohn des Höchsten einmal frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, sagt Jesus im Johannesevangelium 8,36. Als dieses Lied geschrieben wurde, dachte sich der Schreiber auch, so, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Jetzt ist Schluss mit fromm. Auf jeden Fall das fromm, das immer irgendeine Ausrede hat, warum man ja doch noch sündigt oder warum das ganze Leben mit Gott eben noch nicht so vollkommen funktioniert. Überhaupt, das Wort funktioniert signalisiert ihm, dass es einem selbst wohl eher um die eigene Freiheit geht, anstatt um die Freiheit des Höchsten. Was ist die Freiheit von dem Sohn des Höchsten? Oh, es ist so ermüdend, nach Freiheit zu streben. Die Kraft ist mir als Mensch überhaupt nicht gegeben. Wen der Sohn des Höchsten einmal frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Eine fantastische Interpretation des Bibeltextes. Einmal frei gemacht, der ist wirklich frei. Oh, hier werden schon einige stöhnen. Und an mir selbst habe ich es auch noch nicht entdeckt. Vielleicht hat Jesus das seinen Jüngern auch mit einer gewissen Trauer gesagt, weil sie die Freiheit durch Jesus Christus verwechselten mit ihren eigenen Vorstellungen von Freiheit. Hey Dagobert, noch was Positives zum Schluss? Ja, was denn noch? Sonderbar? Zu merkwürdig?